verpasst noch die Party. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www.ich-glaube-ich-werde-verrückt-und-zieh-mich-wie-eine-fledermaus-an.com/idiot. Ihr müsst mir zuhören! Das ist ein Irrtum! Ich hab's nicht getan! Er sieht gar nicht so groß und furchteinflößend aus, oder, Mr. J? Wir werden nicht versuchen zu fliehen. Halt's Maul, du dummer alter Mann. Halte die Klappe! Batman, Batman, kannst du mich hören? Sie bringen uns nach Hilfe! Warum hilft mir keiner? Du musst uns helfen! Hilf uns, bitte! Rette uns, bitte! Du hattest recht, Mr. J. Klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Ich bin nicht verrückt! Ich sollte nicht hier sein! Kann ich ihn behalten, Süßer? Bitte, bitte, bitte! Ich füttere ihn und Gigabyte. Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Höhle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall!
Versteck dich ruhig, Batman. Ich werde dich finden. Da bist du ja. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Wollen sie? Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Wehrst dich? Gut, das spricht nur deine Entschlossenheit. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen.
doch, ich habe sie da reingestellt. Wieso magst du keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell ihn etwas um und wir kriegen... Harley Quinn. Passt wie der Clown. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Er gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Da erwarte ich dich. Was gibt's da unten? Killer Crocs Zelle, Mann. Das Ding schon gehört. Genauso wird seine Futterstelle nennen. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Die Fledermaus! Meine Karte wird dir helfen, Batman. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich.
Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schnallen Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten, auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde sie töten. Und dann Cash und danach Sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf, sofort! Zu spät, Batman! Ein Schritt mehr und das kommt ins Wasser! Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen! Tu es nicht, Craig! Kannst du mich hören? Hast du Crocs Versteck schon gefunden? Ich bin fast bei Crocs Versteck. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Die schwimmenden Fontans werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen.
zu verzehren. Diese Sporen enthalten nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Ich habe genug Sporen. Ich muss zurück zur Bathöhle und das Gegenmittel entwickeln. Ah, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Croc?
Er wird kein Problem sein. Yeah!